Ungefähr vor 5 Jahren, Albert, habt ihr hier im Verein einen großen Schnitt gemacht, oder? Ja. So, und was war das für ein Schnitt und was ist dann passiert? Ja, was passiert ist, vor 5 Jahren haben wir uns eigentlich nur auf die Damen konzentriert und haben eigentlich gemerkt, dass immer wieder oben Damen studieren gehen und dass man sich Spielerinnen wieder nachholen muss und haben da festgestellt, dass die in dieser Ausbildung noch gar nicht so weit sind, um oben die Klasse zu halten. Dann haben wir uns entschlossen, mit allen unseren Fachtrainern im Jugendbereich zu arbeiten und sind dann wirklich angefangen, von klein auf Strukturen reinzubringen und haben unseren Fokus in der Jugendarbeit. Ja. Was heißt jetzt von klein auf? Also wann, in welchem Alter fangt ihr an, was zu tun? Also wir sichten, oder beziehungsweise sichten kann man das ja noch nicht nennen, aber wir versuchen natürlich die Kinder im Kindergarten in dem Alter schon in die Halle zu holen. Dort wird halt ganz viel Fangen und Werfen gemacht, da werden Spiele gespielt, aber dann hat man so schon mal eine Halle. Hat man sie in der Halle, da ist ein Ball wahrscheinlich schon mal dabei. Genau. Ne? Und eigentlich ist das so die Zielsetzung, ist es egal, ob die dann nachher zum Volleyball, zum Basketball oder zum Handball gehen. Ja, Hauptsache, sie haben was getan und haben sich schon mal an fliegende Bälle gewöhnt. Genau, also für uns ist einfach nur wichtig, die Mädchen, sag mal, wirklich aus dem Kindergarten von der Straße rauszuholen in der Halle, dass man denen ein bisschen Beschäftigung gibt und dann müssen die ihren Weg finden. Wie sieht es dann im Grundschulalter aus? Ja, sobald sie dann in die Grundschule kommen, werden sie dann direkt übergeben. Das ist wie ein Staffelstab. Unter den Trainern sprechen wir. Wir haben halt eine Jugendwartin, die das dann alles soweit koordiniert. Die holen die Spieler dann quasi ab und geben das als Gruppe dann zum nächsten Trainer. Und da geht es eigentlich dann wirklich los mit ja, ganz leichten Ballgewöhnungen. Man versucht dreimal zu spielen. Dort ist man halt einmal die Woche momentan im Training. Ist das schon richtig Volleyball? Also geht es schon um Baggern und Pritschen Ja, beispielsweise? da geht es schon um Bagger und Pritschen. Das heißt, wir reden von Alter von 6, 7, 8? Ja, 5, 6, 7. Ja? Also wirklich, sobald die Grundschule losgeht, geht Ja. es mit Baggern und Pritschen auch los bei euch. Genau. Dann nähert sich die Grundschule irgendwann dem Ende zu. Und wann geht es denn los mit Jugendmeisterschaften oder Spielrunden? Gibt es hier eine Jugendliga in der Gegend? Wir haben viele Mannschaften. Bei uns fängt das dann mit so Ligen an, rote Liga und grüne Liga nennt sich das, blaue Liga. Das sind einfach nur Spieltage, die man dann so eine Art Großspieltag zusammenruft. Da kommen halt ja, ganz viele Mannschaften, man baut Langnetze auf, ein riesen Gewusel hier auf Und dem das ist dann Platz. welche Altersstufe, die in diesen Ligen spielt? Das sind, ich sag mal, die eigentlich noch fangen und werfen können. Oder dann gibt es noch eine Stufe fangen, werfen, werfen, spielen. Ja. Da ist halt noch kein Volleyballfluss drin. Und da gibt es aber auch Punkte, die erzielt werden Da können. wird genauso bis 25 gespielt und dann gibt es halt einen Turniersieger. Okay. Ja, was sind das für Mannschaftsgrößen? Wie viele Spielerinnen pro Da spielt man Mannschaft? zu zweit und dann nachher zu dritt. Okay. Und dann geht Ja. es eigentlich los in der U12, in der Liga. Halt U12, 11 und jünger. Ja, das heißt, da ist man aus der Grundschule dann gerade raus auf den weiterführenden Schulen. Genau. Ja. Und da geht es dann eigentlich richtig los mit Volleyballspielen. Ja. Dann habt ihr das geschafft, in den letzten 5 Jahren also dort eine Abteilung aufzubauen, im Jugendbereich im Grunde aufzubauen. Wie viele Spielerinnen hast du jetzt hier so insgesamt? Also knapp 150 Spielerinnen. 150 Spielerinnen in einem, ja, kleinen Ort, muss man ja sagen. Ne? Klein. Wir reden hier nicht von einer Großstadt Laden, sondern. Nee, ein Einzugsgebiet mit 10.000 Einwohnern. Der Kern liegt bei zwischen 6.000 und 7.000 Einwohnern. Ja, und der Hauptkern ist auch reinweg aus Laden. Ja. Ne? So, dann haben wir diesen Sprung irgendwann. Habt ihr den Sprung geschafft, eigentlich zu den höheren Meisterschaften bis hin zu den deutschen Meisterschaften im Jugendbereich, oder? Genau. Und da geht es dann eigentlich los. Da geht nur noch eins, da geht nur trainieren, trainieren, trainieren. Da nutzen wir halt die Ferien ja, ich sag mal, den Kaderspielerinnen, nennen wir das bei uns, und Erweiterungsspielerinnen. Da wird dann halt 4, 5 Mal die Woche trainiert vor so einer Meisterschaft, bis hin zum nächsten Turnier. Da wird dann von Turnier zu Turnier gearbeitet. Das macht den Mädchen, das macht den Trainern viel Spaß. Was war der größte Erfolg, den ihr erleben durftet? Ja, ich meine, das größte Erfolg für uns war eigentlich die Kreismeisterschaft. Da ist alles mit angefangen. Na klar Dann ist ging das. das los. Also das heißt, da hat man Blut geleckt, wie man so Ja, da haben wir sagt. Blut geleckt, genau. Ja. Also richtig schön war natürlich auch dann die deutsche Meisterschaft vor 2 Jahren in Straubing, wo dann wirklich mit einem riesen Bus hingefahren, mit 50 Leuten hingefahren sind. Wir leben hier ein sehr gutes Vereinsleben. Wir versuchen immer ganz wichtig, die Eltern der Kinder mit einzubinden im Ganzen. Es fängt an mit, ich sag mal, Catering für die Kinder. Obstpausen sind für uns ganz wichtig. Bei uns wird bei jedem Spiel kein Kuchen oder sonst was mitgenommen. Da wird Obst mitgenommen und Gemüse mitgenommen. Das wird fertig geschnitten und das wird in den Pausen gegessen. Also auch kein Kaffee für die Trainer? Für die Trainer gibt es Kaffee, das ist auch natürlich alles da. Aber für die Spieler versuchen wir halt ein gesundes Essen Ja. hinzustellen. Wie ist die Helferstruktur? Also wie viel Trainer hast du, Co-Trainer hast du? Wer hilft alles mit? Wer ist im organisatorischen Bereich dabei? Wie ist das aufgestellt?
Fangen wir mal vom Vorstand oben an. Wir sind mittlerweile ein Vorstand mit 8 Personen und da haben wir wirklich die kleinsten Sachen aufgeteilt, sodass es nicht alles auf einer Person sitzt. Das geht los mit Catering, das geht mit der Küche, die Betreuung ist, das geht um ja, Facility Management, nennen wir das jetzt einfach mal alles, was wir so an Geräten hier sehen. Das muss ich ganz dankbar. Wenn du jetzt von Vorstand sprichst, dann ist es der Vorstand der Volleyballabteilung. Wir haben einen eigenen Volleyballvorstand, ja. Genau, mit 8 Personen. Und dann hat dann jeder seine Aufgaben. Mhm, genau. Kriegst du die alle zusammen, ja. 8 Personen? Ja, einmal haben wir einen Jugendwart, ja. Dann haben wir einen Spielkoordinator, dann haben wir für Trainer und Fortbildung, für Schiedsrichterfortbildung jemanden, dann haben wir fürs Catering, für die Küche, dann haben wir natürlich den Sprecher des Vorstandes, dann haben wir einen Kassenwart mittlerweile. Eins fehlt mir noch. Aber ihr habt dieses alte Prinzip teile und herrsche, ja, also teile den großen Batzen an Arbeit, die es gibt, auf viele, viele einzelne Schultern. Genau. Und dann haben wir das im Trainerbereich so strukturiert, dass wir jemanden haben, der für die Kleinkinder verantwortlich ist, dann für die Einführung in den Spielbetrieb, sprich von eher vom Spielerischen zum Volleyballerischen. Dann geht es los in die nächste Leistungsklasse, wo es dann darum geht, die Kinder dann richtig auszubilden und dann gibt es halt den Sprung entweder in den Damen 1 oder in den Breitensport. Genau. Was ist so die höchste Liga, die bei euch im Damenbereich gespielt wird hier? Unsere Mannschaft jetzt? Ja? Ist aktuell Landesliga. So, und was ist die Zielsetzung? Wo soll es hingehen? Und da oben sind ja alle Ziele offen. Ja, aber die Zielsetzung ist schon, wenn möglich ist, nochmal wieder weiter nach oben? Ja, wir wollen gerne nochmal ein paar Mal aufsteigen. Noch ein paar Mal aufsteigen? Ja. Das ist das Ziel. Genau. Ja, wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei und auch das notwendige Glück, falls ihr das irgendwo in dem einen oder anderen Spiel dann vielleicht mal brauchen solltet. Ich hoffe. Vieles kann man sich erarbeiten, aber vieles gehört auch das königliche Glück dazu. Ja, genau.